Jo, ich soll gerade noch ein bisschen Schrot haben. Er ist nämlich gerade da zum Schroten. Den will ich vorher noch leer machen, den Kessel. Und ja, ich habe das ja noch nicht so weit umgebaut gekriegt, dass er direkt die Automaten füllt. Ja, aber es geht ja auch so. Ne? Ist nur gerade ein bisschen windig. Aber da kommt jetzt auch bald Windschutznetz rein. Das habe ich ja noch offen. Und hier haben sie ja noch einen großen Strohballen, den sie nach und nach hier wegpulen. Ja, das geht auch sehr gut. Also die decken sich ja ein. Aber jetzt zum Winter will ich da Windschutznetz haben. Ne? Ja, so, ist nun gleich voll. Und dann hier können die Nächsten das haben. Das ist nicht für die Kleinen, für die Großen hier. Läuft. Aber ich muss ja das Ganze darüber setzen. Sieht einfach aus, aber ist auch viel Arbeit. Also ein Tag geht er weg und er fehlt mir gerade zur Zeit dafür. Weil das auch höher soll, ganz an die Decke hoch und, ne? Ja, wenn wir gerade hier sind, neue Babys sind geschlüpft. Hier liegen noch zwei unter der Lampe. Der Rest hat sich da am Stroh verkrochen. Die soll noch ferkeln hier. Oder haben wir schon inzwischen? Nee, noch nicht. Und die hat auch schon geferkelt. 12 und 12 Ferkel, also 24 schon insgesamt, perfekt. Das ist für mich eine sehr gute Menge. Ja, und da weiß ich noch nicht, wie viel da rauskommt. Werden wir sehen, wann die anfängt. Aber die sollte jetzt auch die nächsten Tage kommen. Es kann auch sein, dass sie jetzt heute anfängt. Mal schauen, ne? So sieht das hier aus. Also läuft. Die sind noch größer, deswegen haben die keine Lampe hängen. Hier kommt jetzt gleich noch eine Lampe zu der. Also ich mache das immer gerne. So eine Lampe hier hinhängen, so, ne, damit die Ferkel eben, die können sich im Stroh verkriechen, aber die können auch unter die Lampe krabbeln. Nur ich muss die Lampe natürlich so hinhängen, dass sie auch nicht rankommt, sonst macht sie mir die kaputt. Ne, ja, sonst, wir haben ja nun mal hier eine Art Offenstall. Ich werde das wahrscheinlich auch nochmal ändern, dass ich da Türen ran mache, gerade im Abferkelbereich, glaube ich, ist das schöner jetzt im Winter. Aber sonst habe ich keine Probleme gehabt, dass hier irgendwie welche erfroren sind oder so. Also die wärmen sich wirklich. Vorhin lagen hier noch ein ganzer Schwung mehr Ferkel unter der Lampe. Jetzt sind die zwei neu übergeblieben hier. Ja, der Rest hat sich da schon eingemurmelt. Ja, also das geht wirklich gut. Ich habe hier beim Ausmisten habe ich anscheinend den einen Dings verschoben. Da kam jetzt so ein bisschen Schrot raus. Deswegen ist die Sau da fleißig dabei. Ja, so sieht das aus. Nee, aber sonst gefällt mir sehr, sehr gut diese freie Abferkelung, aber es funktioniert, ich sage es immer wieder nochmal, weil ich wirklich keine Berufskollegen an die Pfanne hauen möchte, es funktioniert nur, wenn du es so ganz groß hast und wenn du im normalen Schweinebereich arbeitest, ne, und die vermarktest, kannst du dir das nicht leisten, so einen riesen Abferkelbereich zu machen, das ist totes Kapital, so viel Platz, ne, nur nochmal dazu, also das funktioniert wirklich nur, wenn du das bezahlt bekommst, das ist einfach so. Das andere, du kriegst es nicht bezahlt. Ne? Ja, aber wenn du freie Abferkelungen machen willst, musst du schon wirklich Platz bieten. Also die können sich hier so aus dem Weg gehen, da passiert nichts. Ich habe da noch gar nichts irgendwie gehabt, dass da was passiert ist. Und so muss das auch laufen, ne? Das ist ganz klar. Die fühlen sich wohl, die Ferkel können hier reingehen, um ihren Ruhebereich zu bekommen. Also top. Viel Stroh musst du drin haben, ne? Das ist auch immer dabei, also es muss wirklich genügend Stroh da sein, dass sie sich einbuddeln können und dann läuft das. Ich bin nun gerade aktuell dabei und bereite den 681 vor, der wird nämlich spontan morgen früh schon geholt. Mein Lohnunternehmer, der fährt ihn da hoch und er hat spontan morgen früh Zeit, ja. Deswegen kommen jetzt hier GPS-Antenne sollte ja noch runter, Aufkleber runter, innen alles leer räumen. Ja, ne, und dann ist der auch hier soweit. Abfahrbereit. Also eigentlich sollte ich jetzt alles haben. Ne? Papiere noch zurechtlegen und so, dass das morgen alles mitgehen kann und dann kann er ein gutes Stück auf die Reise gehen. Jo, heute ist der große Tag. Der 681 wird gleich geholt. Es ist ein richtiges Scheißwetter. Sturm, Regen wie Sau. Oh, das wird ein geiles Verladen, aber ja, irgendwie wird das auch. Natürlich kommt der Sturm wie immer bei uns von Westen und der Trecker soll jetzt gleich nach Westen raus. Oh, das wird jetzt gleich erstmal reinstürmen. Uah, naja, kriegt er noch einmal das gute norddeutsche Wetter hier mit und dann geht er ja weiter in die Ostregion Schleswig-Holsteins. Ja, ne, oder in die südöstliche Region Schleswig-Holsteins. Boah,
aber hätte ruhig ein schöneres Wetter heute sein können. Nur aussuchen kann man sich's nicht, ne? Das ist so. Aber auf jeden Fall draußen was machen. Oh, mir hängt die Zeit hinterher, nur du kommst draußen nicht weiter. Bei diesem Schietwetter brauche ich keine Maschinen. Ja, kannst du Maschinen waschen, aber habe ich einfach keinen Bock drauf. Mähdrescher brauche ich nicht rausholen. Presse genauso, da habe ich keinen Bock drauf. Da kannst du nicht mehr sauber pusten. Anni, ja, ich kann die Klappen aufmachen, dann pustet sie es von selber sauber, wenn das mal nicht regnen würde. Ja, also die Gräben sind randvoll. In den letzten zwei Tagen haben wir nochmal 50 gekriegt. Also wir sind jetzt, weiß ich nicht, letzte Woche irgendwie bei 100, 120 Liter. Jo. Heute soll, glaube ich, der letzte Tag sein. Also jetzt stehen die ersten 14 auch bei mir auf dem Feld. Aber das kann auch nicht anders. Ne? Bei dem überstürzenden Wasser, die Gräben, die sind randvoll. Ne? Also das muss jetzt erstmal wieder weg, das Wasser. Ja. Mal schauen, was wird. So, das letzte Mal starten wir ihn. Heieiei. Würde ich mal sagen, wa? Raus in das üble Wetter. Ist richtig kalt. Ich habe mir jetzt erstmal meinen Regenoverall angezogen. Oh, warte mal. Zu früh. Ich wollte ihn eigentlich nur rausrollen lassen. Langt der Schwung nicht für. So. Oh, Tür zu und dann fahre ich ihn da hinten rum, dass er ein bisschen geschützt steht, alles zu verladen. Und dann gucken wir mal weiter, was das Wetter noch so will. Jo, da steht er nun. Und dann geht er gleich auf die Reise. Ne, die letzten Minuten hier mit dem 681, alles gut verzohrt. Ja, wettertechnisch haben wir jetzt auch Glück gehabt beim Verzohren. Und dann kann das jetzt, ja, für ihn in sein neues Zuhause gehen. Ich hoffe, dass er da viel Freude bereitet, wie er mir auch über die Jahre Freude bereitet hat. Und ja, ne, können wir nur sagen, mach's gut, 681, hat eine schöne weitere Zeit. Ja, wir hoffen, dass er wirklich da sich genauso gut anstellt wie bei mir. Ich habe alles nach bestem Wissen gesagt, dass er auch mal zickig ist und so. Ne? Es ist immer der erste Lastschalter und ja, hier und da. Mehr kann ich nicht machen. Den Rest sehen wir. Ja, aber ich habe es ihm wirklich ausdrücklich gesagt, dass, ne, die erste, das ist nun mal kein Vario, das ist noch die erste Lastschaltung, die damals entwickelt worden ist. Die kann auch mal zickig sein, wenn 95% sind es ja Fahrerfehler. Und ja, das muss man alles lernen. Das habe ich ihm wirklich gesagt. Das wird am Anfang ärgern, hat es bei mir auch. Ne, bis man das alles raus hat, wie man richtig das Gaspedal bedient und zu der Schaltung, damit das sauber und weich schaltet, das muss man lernen. Das muss man lernen. Das Öl muss warm sein, es darf nicht zu wenig Öl drin sein und. Das sind so die Sachen, wo man beim 681 eigentlich drauf achten soll. Dann läuft der richtig gut. Ne? Aber ja, man muss ihn erstmal kennenlernen und das werden sie auch. Also die waren sehr sympathisch und da denke ich auch, dass das klappt. Ne? Ja, Mann. Aber gut, scheiß Wetter heute. Wir sind hier ein bisschen in Schutz gegangen, weil da hinten kommt es ja vom Westen der Sturm wie Sau. Und hier stehen wir auf der Ostenseite. Da ist das ein bisschen windstiller. Ja, dann haben wir das geschafft. Wirklich. Letzte Tour dann noch mit ihm hier rauf gehabt. Und ja, wie gesagt, ich hoffe denn, dass das wirklich gut in der nächsten Zeit bekommt. Aber das denke ich. Ne? Oha, nun macht er sich vom Weg, glaube ich. Heieiei. Ja, tschüss 681, mach's gut. Hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten.
dass ich auf die Reise. Ja, da geht eine Geschichte, ein Stück Geschichte vom Hubsebersuchs, das kann man ehrlich sagen. So, ich habe dann heute noch hier die ganzen Fanggitter aufgeladen auf dem Anhänger, weil wir die Rinder jetzt ja auch nach Hause holen wollen. Ne, ganzen Schwung mit. Werde ich aber wohl mit dem Trecker hinfahren müssen, weil ja, ich den Benz ja immer noch nicht fertig habe. Mir fehlt irgendwie die Zeit, ich weiß auch nicht. Und der Honda, ich glaube, dort wird nichts hin, wie ich da hoch. Ist ja nur so ein Grünstreifen, aber ich glaube, der radiert dann gleich durch. Ja, ist so. Ne, aber das wird. Ja, und dann mal sehen, morgen wollen wir das eigentlich machen. Die Hecken aufstellen. Dann gucken, ob wir sie eingefangen kriegen und sonst jeden Tag hier damit gequetschten Hafer anfüttern. Und dann kriegen wir sie auch. Also wir wollen doch nicht mit Hektik rein, ne? Das soll ganz ruhig und entspannt abgelaufen. Und ja, dann fahren wir sie nach Hause. Gut ist das. Das ist ja nichts bei. Mal hier auch mit dem Trecker denn. Ja, dann wird das. Vielleicht soll ich noch den Rindern hier ein Heuballen hinbringen. Die haben wieder leer. Ja. Sonst, das Wetter hat sich jetzt gerade so ein bisschen beruhigt. Bin gespannt. Heute Nachmittag geht es ja nochmal los, noch einen Trecker angucken. Man muss da ja auch ja, ein bisschen ja, hinterher sein. Ne? Passt mir nicht so zeitlich, aber ja, wenn da was ist, was interessant ist, dann ja, muss ich nochmal gucken. Deutz hat sich auch nochmal gemeldet, dass die da was haben. Der ist nur aktuell auch in der Vermietung. Deutz. Da werde ich auch nochmal angucken fahren und ja, also es ist noch eine lange Geschichte, aber wie gesagt, man muss immer die Augen offen halten, gucken und wenn was passend ist, schlage ich auch zu, aber so erstmal die Augen aufhalten. Also es kann ganz spontan natürlich passen, Sonntag soll ich mir noch einen Trecker angucken, ja, so viel dazu, ne? Ja. Sonst schafft man irgendwie nicht viel bei diesem Wetter. Ah, das ist fürchterlich. Weiß auch nicht. Aber ich schiebe das dann alles jetzt, was ich im Büro zu tun habe, mal hier da fertig. Deswegen ist jetzt aktuell nicht so viele Arbeiten zu sehen, aber es geht Stück für Stück auch voran. Ne, das ist so. Komm Bruno, wir wollen schnell rennen, bevor das wieder gleich regnet. Ja, sonst hier aktuell ja auch, hier müssen wir auch dringend nochmal sauber machen. Da stehen ja noch die alten Deutz. Die will ich ja einen da in die Ecke haben, den anderen da in die Ecke, der läuft, kommt weiter nach vorne, dann werden die aufgebockt. Und dann kann man sich das auch mal als Winterprojekt zu Herzen nehmen, ne? Also diesen Winter wird das noch nichts, aber für nächsten Winter könnte ich mir das vorstellen, ne? Diesen Winter haben wir noch genug zu tun, aber man kann es immer wieder verlassen. Also das ist genau das, wo ich Bock drauf habe, ne? Die machen wir noch richtig schön zurecht, die kleinen Deutznass. Ja, sonst der Platz hier. Der ist jetzt ja leer, da ist keiner mehr. Ja, aber da kommt auch wieder was. Jo, das war's nun aber auch wieder zu diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.